Also den Moment, wo die wirklich attackiert haben, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Und das war dann, ich habe dann gehört, die beiden sind vorne und habe gedacht, ja super, sind zwei Starke, die jetzt halt einfach ihre Körner wegballern. Und habe das vielleicht auch ein Stückchen weit unterschätzt, dass ja, Christoph einfach so stark ist, dass er das Ding irgendwie alleine zu Ende fährt. Weil mir war klar, dass Terpstra eigentlich nicht so dumm ist, dass er ihn zum Ziel schleppt und sich dann am Ende absprinten lässt. Aber ja, Christoph muss wahnsinnig stark sein, so wie das aussieht. Also, hab das vielleicht, wie gesagt, ein bisschen unterschätzt und dementsprechend bin ich ein bisschen enttäuscht, aber auf der anderen Seite denke ich, habe ich das Beste noch rausgeholt. Hab mich einfach auf meinen Instinkt verlassen im Finale und bin den entscheidenden Attacken hinterhergefahren. Hab natürlich auch versucht, die Gruppe am Laufen zu halten, aber die Konstellation in der Gruppe und die Konstellation von den Fahrern vorne war nicht hilfreich, um da irgendwie eine Kooperation herzustellen. Es ist kein Rennen, wo man wirklich schon 50 vom Ziel, wo die Post abgeht. Es ist einfach zu schwer und wir haben das jetzt in den letzten zwei Jahren auch schon gesehen, dass es halt einfach jetzt die Charakteristik des Rennens ist, was mir persönlich eigentlich schon auch liegt, weil ich ja halt gut bin, wenn es im Finale halt wirklich zur Sache geht. Ja, das ist natürlich wahnsinnig schön, wie wenn man halt ganz oft seinen Namen hört und da wirklich angefeuert wird, seinen eigenen Fanclub hat und das motiviert ungemein und es ist toll, hier auch diese Passion für den Radsport einfach zu spüren. Meine Form ist gut, die Mannschaft arbeitet gut zusammen, die wichtigen Helfer sind wirklich stark und können mich bis ins Finale unterstützen. Und ja, ich denke, wir können sehr zuversichtlich sein. Wir haben nach wie vor keinen Druck. Wir haben jetzt nochmal gezeigt, dass wir Leistung bringen können, obwohl wir auch schon einen Klassiker gewonnen haben. Und so werden wir auch in Roubaix ins Rennen gehen.